In Georgien sind abermals Zehntausende Menschen gegen ein geplantes Gesetz zur sogenannten ausländischen Einflussnahme auf die Straße gegangen. Auf dem Europaplatz in der Hauptstadt Tiflis rufen Protestierende Nein zum russischen Gesetz und bekunden ihre Unterstützung für politische Aktivisten, die in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben eingeschüchtert worden waren. Zahlreiche Demonstranten schwenken Flaggen Georgiens und der EU. Die Proteste gegen das auch als russisch bezeichnete Gesetz dauern in Georgien schon seit mehreren Wochen an. Der Gesetzentwurf war Anfang Mai in zweiter Lesung verabschiedet worden. Er sieht vor, dass sich Organisationen, die zu mindestens 20% aus dem Ausland finanziert werden, in Georgien behördlich registrieren lassen müssen. Kritiker sehen darin eindeutige Parallelen zum Gesetz gegen ausländische Agenten in Russland. Das erlaubt es den dortigen Behörden, massiv gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen. Die Vereinten Nationen, die USA und die EU haben die georgischen Gesetzespläne kritisiert. Georgien ist seit Dezember EU-Beitrittskandidat.